Für die Automobilisten heisst für einen nicht Ausweis und Fahrzeugpapier zeigen, sondern es gibt einen Flyer. Es geht darum, wie man sich in einer 30er-Zone verhalten soll. Was nicht ganz allen klar ist, wie die Gemeinde Lyss bemerkt hat. Durch Rückmeldungen aus der Bevölkerung, auch durch Feststellungen von der Kantonspolizei, wo wir ein paar beinahe Unfälle gemeldet bekommen haben oder sogar Unfälle, leichte Unfälle festgestellt haben, haben wir uns entschlossen, hier zusammen mit der Kantonspolizei und dem Oberkreisinspektorat die Sensibilisierung durchzuführen. Hier an der Hauptstrasse gilt seit 2018 Tempo 30, an der Bieler Strasse seit letztem Jahr. Grundsätzlich keine schlechte Idee, findet die Lisser Bevölkerung, aber... Ich glaube nicht, dass es sicherer ist. Da von mir aus gesehen, das Problem ist, dass die Leute nicht ganz verstanden haben, wie das funktioniert mit dieser 30er-Zone, weder die Autofahrer noch die Fußgänger. Ich finde es aber eigentlich eine super Idee, wie es jetzt gelöst wäre, wenn die Leute das korrekt machen würden. 30er-Zone okay, aber die Elektrovelo 45, die Bretter hier mit 50 durch. Ist auch nicht so cool, aber soll ich sagen, prinzipiell ist es sicher besser geworden mit der 30er-Zone. Aber in den Stosszeiten staut es natürlich noch mehr. Als Autofahrer weiss man manchmal wirklich nicht, weil die Leute ja können überlaufen im Prinzip. Oder? Manchmal ist es so ein bisschen, ja, ich weiss auch nicht, wäre besser vielleicht 50 und mit den Fußgängerstreifen, die Leute sind auch manchmal unsicher, ob sie jetzt über können oder nicht, und dann warten sie. Und hier will die Gemeinde jetzt Klarheit schaffen. Dabei geht es nicht nur um die Autos, sondern um alle Verkehrsteilnehmer. Durch das gibt es natürlich auch immer wieder Situationen, wo die Velofahrer manchmal am Auto vorbeifahren und das Auto dann kurzfristig noch den Blinker setzt. Oder auf der anderen Seite die Autofahrer vielleicht auch zu wenig Abstand lehnt, damit der Velofahrer halt in einer Kolonne dann auch rechts vorfahren kann. Und ich glaube, das Miteinander ist sehr wichtig, der respektvolle, rücksichtsvolle Umgang miteinander. Darum stehen zurzeit neue Schilder zu Lyss, die die Verhaltensregeln aufzeigen. Beispielsweise, dass die Fußgänger keinen Vortritt haben oder Tempo 30 eben für alle Verkehrsteilnehmer gilt.